Wir haben alle festgestellt, ich bin wirklich ein schlechter YouTuber. Ich habe ja gesagt, ich möchte euch ein bisschen begleiten in meiner ganzen Depressionsscheiße, die ich so durchgemacht habe. Und habe mich das letzte Mal kurz vor Weihnachten gemeldet. Wir haben jetzt März. I'm sorry. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das ungefähr mache. Und irgendwie bin ich hängen geblieben. Ich habe es mir super vorgestellt und habe mir ganz tolle Sachen vorgestellt, wie ich es eigentlich machen möchte. Und irgendwie habe ich es dann doch nicht auf die Kette gekriegt, weil ich einfach total unmotiviert war. Ich habe immer mal mich aufgenommen in Situationen, in Panikattacken, zu Hause, unterwegs. Aber irgendwie bin ich immer wieder hängen geblieben, sagen wir es so. Ich habe mich zum Teil auch geschämt, irgendwelche Sachen dann hochzuladen und irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass das blöd ist und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier bin ich. Hi, it's me. ich denke aber, es ist doch ganz gut, dass ich mich jetzt melde und nicht dazwischen, zwischen dem, was war und was jetzt ist. Denn ich denke, dass ich einfach gar nicht reflektieren konnte, richtig. Weil ich einfach in einem Prozess gewesen bin, der mich total niedergemacht hat und mich eingefangen hat, sagen wir es mal so. fangen wir einfach gleich mal in der Gegenwart an. Und zwar, wie es mir geht. Derzeit geht es mir ganz gut. Ich bin auf einem guten Level, sagen wir es mal so. Ich bin derzeit ein bisschen manisch unterwegs. Das heißt, ich bin echt super gepusht. Meine Wohnung ist sauber oder unser Haus ist sauber und ich mache dies und ich mache das und alles ist toll. Ich weiß, dass das kein normaler Zustand ist, aber wir befinden uns da gerade drin. Wenn ich diesen Aspekt in meinem jetzigen Zustand einfach mal außer Acht lasse, geht es mir trotzdem relativ gut. Ich bekomme seit Januar ein Antidepressiva und eher um meinen Hund hat gekotzt. Ja, ne? Passiert. Sauber. Körbchen neu bezogen. Läuft. Ja, meine Hündin ist ein Ausbruchskönig. Sie hat eine Hundebox, eine sehr, sehr große. Und irgendwie kommt sie da immer raus, egal wie ich sie sichere. Ich habe jetzt extra mit einer Eisenkette, wo ich das mit zumache. Und trotzdem ist sie heute ausgebrochen. Und sie hat gestern ungefähr gut 3 Kilo Butter gegessen. Sie hat nämlich die Fritteuse leer gefressen. Gut, kommen wir zum Thema zurück. Oh Mann. Also ich nehme auf jeden Fall seit Januar Antidepressiva. Die ersten paar Tage ging es mir richtig, richtig schlecht. Wirklich schlecht. Ich war sehr müde, ich habe sehr viel geschlafen, ich bin immer wieder eingeschlafen. Zum Teil einfach so eingeschlafen. Ich habe sehr, sehr viel geweint, ich war total antriebslos, schwach, mein Kreislauf war kaputt. Fertig. Ich habe tatsächlich Gedanken gehabt, die einfach nicht mehr schön waren. Und habe immer wieder gedacht, eigentlich möchte ich nicht mehr da sein. Also es war wirklich, wirklich, richtig, richtig schwer. Im Verhältnis zu all den emotionalen Breakdowns, die ich in meinem ganzen Leben schon hatte, in diesen ganzen depressiven Episoden meines Lebens, war das wirklich, wirklich, wirklich die schwerste Zeit in meinem ganzen Leben. Ich war absolut gefangen in mir selber und jeder Tag war eigentlich nur noch so, dass ich gedacht habe, ich will sterben. Ich will sterben, ich will sterben, ich kann das nicht, ich will sterben. Und das war echt ganz schlimm.
Ich konnte nichts anderes mehr fühlen. Da war keine Freude, keine Angst, keine Trauer, keine Wut. Da war nichts in mir, also wirklich gar kein Gefühl, außer das Gefühl, dass ich eigentlich nur noch sterben will. Es war richtig, richtig schwierig. Und ich habe wirklich gedacht, die ersten Tage, dass diese Tabletten der absolut falsche Weg sind. Es war ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz gruselig, ganz eklig, weil dieses Gefühl, nichts zu fühlen, tatsächlich das schlimmste Gefühl der ganzen Welt irgendwie war. Es wurde irgendwann besser und besser und besser und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, da ist doch ein bisschen mehr als nur das Bedürfnis zu sterben. Aber auch irgendwie keine Freude, sondern es fühlte sich eigentlich nur an wie Trauer. Und das war auch irgendwie richtig scheiße, weil ich mir so hilflos vorgekommen bin. Und das war auch richtig schwierig, damit umzugehen, weil das eine ganz andere Trauer gewesen ist, als das, was ich ursprünglich kenne. Also, und irgendwann kam der Moment, wo sich gute Tage eingeschlichen haben, das auch ganz komisch war. Also irgendwie diese Tabletten haben dafür gesorgt, dass ich eine ganz andere neue Gefühlskette entwickle irgendwie so. Alles fühlt sich irgendwie anders an und nicht so wie sonst auf jeden Fall. Inzwischen ist es so, dass ich Spaß habe, Freude, Trauer, also dass ich Gefühle vernünftig filtern kann. Und gesunde Gefühle auf eine gesunde Art und Weise. Und ich denke, das ist okay. Also ich denke, das funktioniert ganz gut. Der Plan ist, dass ich diese Tabletten nicht ewig und für immer nehme, sondern wir gucken, dass ich eine kontrollierte Sicht auf meine Gefühle erlerne quasi und dass ich lerne, mit Emotionen vernünftig umzugehen und diese Emotionen rechtzeitig erkenne und dementsprechend auch fokussieren kann auf Trauer, auf Wut, auf Enttäuschung und dass ich lerne, Gefühle vernünftig zu fühlen, ohne dass sie mich gleich irgendwie überrennen, sei es jetzt Trauer oder Freude. Gerade durch meine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es ja auch so, dass ich immer sehr extrem bin, dass ich sehr extrem fröhlich bin, extrem traurig bin, extrem wütend bin. Und ich muss jetzt lernen, Gefühle vernünftig zu reflektieren. Das ist ziemlich schwierig, ich habe es noch nie gemacht. Also ich kenne immer nur diese Extreme und das ist ein bisschen schwierig, weil ich einfach noch nicht genau weiß, welchen Mittelweg ich da nehmen soll. Ich habe aber schon einige gute Tipps bekommen, sei es, dass es okay ist, Momente für sich zu nehmen, dass es okay ist, wenn es nicht perfekt ist, dass es okay ist, wenn ich so mag, dass es okay ist, dieses, dass es solche Sachen halt. Es ist interessant, weil ich mich auch selber neu kennenlerne wieder. Aber ich weiß noch nicht, ob es wirklich richtig ist. Und ob dieses Gefühl, welches ich jetzt habe, unabhängig von diesem derzeit manischen Zustand, ob das etwas ist, womit ich auf Dauer wirklich umgehen kann. Oder ob das vielleicht einfach nur ein momentaner Zustand ist und ich nochmal wieder lerne, mich neu kennenzulernen. Weil tatsächlich lerne ich mich ganz, ganz neu kennen. Und warten wir ab. Was war noch so, seitdem ich das letzte Video gedreht habe? Ich habe meine Haare geändert. Ihr seht's. Ich habe wieder ein bisschen abgenommen. Mit Gewicht halten funktioniert irgendwie noch nicht so gut. Ich erwähnte ja, bei 90 Kilo sollte ich aufhören. Dann habe ich 80 gewogen, dann habe ich 75 gewogen. Eine Zeit lang war ich sogar bei 69 Kilo. Jetzt bin ich gerade derzeit bei 74 Kilo. Ich habe mich total unter Druck gesetzt auch.
Ich bekomme ganz oft blöde Sprüche. Du bist zu dünn, du bist dies, klappergestellt, du bist das. Ach, jetzt übertreibst du. Und ich habe mich echt unter Druck gesetzt, weil ich immer gedacht habe, ich übertreibe ja nicht, ich mache es ja nicht mit Absicht. Ich esse, ich esse, ich esse. Und irgendwie klappt das aber nicht so. Und das hat mich total fertig gemacht. Und ich bin aber jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, fuck you. Ist mir egal. Ich muss mich absolut wohlfühlen damit und ich habe beschlossen, dass ich mich nicht mehr auf die Waage stellen werde. Ich werde mich nicht mehr regelmäßig raufstellen, ich werde nicht mehr gucken, ich werde einfach essen, worauf ich Lust habe, werde mich bewegen, wie ich Lust habe, werde machen, worauf ich Lust habe. Ich gehe zum Sport. Ich war jetzt nicht anderthalb Wochen, fast zwei sogar, weil ich hatte meine Periode und ich hatte Frühdienst und das ist immer ein bisschen schwierig. Da muss ich noch gucken, wie ich das mit der Arbeit am besten hinkriege. Auf jeden Fall gehe ich zum Sport und das macht super, super, super Spaß. Ja, das war's erstmal. Das ist das, was sich seit Dezember erstmal so ergeben hat. Ich habe vor, jetzt, wenn das Wetter schöner wird, mich ein bisschen mehr in der Natur wieder aufzuhalten. Ich gehe unheimlich gerne spazieren, aber nicht im Winter, weil ich hasse Kälte. Habe aber jetzt beschlossen, dass ich das gerne machen möchte. Ich habe ja letztes Jahr sowieso geplant, dass ich dieses Jahr eine große Wanderung mit meinem Hund mache in Richtung Ostsee und mit Rucksack und Zelt und nur meinen Hund. Das möchte ich wieder in Angriff nehmen, mich da neu drauf fokussieren. Das war's. Das ist das, was mich seit Dezember begleitet. Ja, ich hatte Geburtstag im Januar, der war sehr schön. Meine Eltern sind weggezogen, das war sehr emotional für mich. Und am Anfang war immer so, wie ich gedacht habe, ja gut, ne, das ist jetzt nicht so weit weg, mein Gott, dreiviertel Stunde, Stunde mit dem Auto ist jetzt nicht die Welt. Aber doch, es belastet mich sehr und es ist eine sehr schwierige Situation für mich. Einfach, weil ich total das Mutterkind bin und ja, das ist eine Situation, an der muss ich auch noch arbeiten. Ja. Ansonsten lebe ich. Lebe noch. Ich versuche mich irgendwann nochmal wieder zu melden. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Weil wir alle wissen, dass ich absolut schlecht darin bin, YouTube-Videos zu machen. Okay, das war's. Auf Wiedersehen.